Ich denke, war ein schwieriges Spiel für uns. Sind gut reingekommen und haben dann aber den Ball nicht mehr so gut laufen lassen, hatten gute Chancen, haben sie nicht gemacht. Haben, denke ich, auch Glück, dass Niklas Wollert den einmal super bei uns hält. Und in der zweiten Halbzeit haben wir probiert, mehr Druck zu machen. Hatten dann noch eine Drangphase und dann Sonntagsschuss, Tor und dann am Ende runtergespielt. Ich weiß nicht, ob es Elfmeter war oder nicht. Kann ich nicht sagen, der Schiri hat nicht gepfiffen, also war es wohl keiner. Sehr schwieriges Spiel, muss man dazu sagen. Also Lichtenberg hat spielerisch sehr gut gespielt. Haben es auch clever gemacht, haben uns hin und her scheuchen lassen. Da das Tor rächt sich in der Hinsicht, was wir im Pokal gegen die gemacht haben mit dem Sonntagsschuss, haben sie diesmal jetzt heute gebracht. Wahrscheinlich so ein kleines Déjà-vu, was wir da kassiert haben zum 1-0. Ja, es sind die Geschichten, die der Fußball schreibt. Ja, ich bin stolz hier zu sein, ich habe den Verein viel zu verdanken. Würde gerne noch sehr lange hier bleiben und dass heute natürlich ein Tor passiert ist. Also ja, es so beschreiblich. Ich freue mich jetzt mit der Mannschaft ein Kaltgetränk zu genießen und bin froh, dass wir heute gewonnen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.